Tag Leute, am 23. September war es wieder soweit, es war Herbstanfang und heute habe ich 4 Jacken für euch, die im Herbst definitiv nicht fehlen dürfen, denn jetzt mal im Ernst, ist euch auch so kalt mittlerweile? Schreibt es mir gerne unten in die Kommentare. Fangen wir mit einem absoluten Klassiker an und zwar der Lederjacke. Ich habe jetzt hier eine von Jack & Jones, die ich mir gebraucht bei Vinted gekauft habe, leider auch nicht in so einem guten Zustand, danke Henrik dafür. Aber trotzdem ist sie mein ständiger Begleiter, denn ich finde, sie ist eigentlich die perfekte Jacke für den Herbst. Zum einen ist sie schön warm, obwohl sie nicht gefüttert ist. Allerdings ist sie auch nicht wirklich luftdurchlässig, was dazu führt, dass ich schneller schwitze, wenn es dann doch wärmer ist. Aber zum anderen ist sie auch einfach relativ regenfest, was bei den anderen Jacken, die ich euch vorstellen werde, nicht der Fall ist. Und ich finde, sie sieht einfach schick aus. Am liebsten mag ich die Applikation oben an der Schulter in diesem Rautemuster und auch dem gestreiften unten an den Arm. Das gefällt mir richtig, richtig gut. Am liebsten trage ich sie mit einer grauen Jeans, wobei ich finde, wie ihr hier auf dem Bild seht, auch eine blaue Jeans geht definitiv. Und ja, ich finde, in jeden Kleiderschrank gehört eine Lederjacke. Ich habe auch nochmal überlegt, mir eine braune Wildlederjacke zu holen. Das mache ich wahrscheinlich aber erst im nächsten Jahr. Die schwarze reicht erstmal. Und ja, wie gesagt, sie gehört einfach meiner Meinung nach in jeden Kleiderschrank. Der nächste Klassiker ist eine Jeansjacke. Und Jeansjacken sind immer so ein Ding, denn es gibt sie gefühlt in 1000 Farben und 1000 Waschungen. Und ich finde, da muss man immer ein bisschen aufpassen. Aber dadurch, dass es eine dünne Jacke ist, gehört sie natürlich auch genau in diese Jahreszeit oder auch in den Frühling. Aber für den Herbst definitiv auch. Das einzige Problem ist natürlich, wenn es regnet, dafür ist sie nicht so gut geeignet. Und beim Kombinieren muss man meiner Meinung nach ein bisschen aufpassen. Denn wenn man eine Jeanshose anhat und die Farben zu ähnlich sind, zu gleich sind, dann braucht man definitiv einen farblichen Akzent, um die Eintönigkeit so ein bisschen zu durchbrechen. Aber wenn die Töne zu unterschiedlich sind von der Jeansjacke und der Jeans, hat man auch das Problem, dass es auch Käse aussehen kann. Also da muss man immer gucken, natürlich auch, wie es einem selbst gefällt. Manche wollen ja extrovertiert sein und auch ganz besondere Looks schaffen. Dementsprechend, jeder muss schon machen, wie er das mag. Aber ich gucke da schon ein bisschen so drauf, auch dann immer irgendwie mit einem Basic-Shirt, genauso wie bei der Lederjacke, einfach nur ein Basic-Shirt drunter. Aber ja, manchmal halt auch gerne mal ein farbiges. Wer mich kennt, weiß, dass in meiner Liste natürlich keine Bomberjacke fehlen darf. Was mir an Bomberjacken am meisten gefällt, ist, dass sie einfach im Gegensatz zu der Lederjacke und der Jeansjacke extrem leicht sind. Allerdings ist das gleichzeitig auch der Nachteil, weil dadurch sind sie auch meistens relativ dünn und dementsprechend wieder für die wärmeren Tage geeignet. Auch Regen ist so eine Sache, funktioniert nicht ganz so gut. Leichter Niesel ist okay, aber so Starkregen ist auch schwierig. Ich habe jetzt allerdings bei meiner letzten Shoppingtour gesehen, dass es tatsächlich auch gefütterte Bomberjacken gibt, also dickere Bomberjacken. Hatte ich kurz davor auch mir eine mitzunehmen, aber für diesen Herbst habe ich definitiv genug Jacken. Wer aber eine Frostbeule ist, sollte dann definitiv eher auf die wärmeren Bomberjacken gehen. Wer Farben mag, ist natürlich bei Bomberjacken auch extrem gut bedient. Ich habe jetzt zum Beispiel eine grüne von Jack & Jones und eine blaue von New Yorker. Die grüne habe ich ihr euch auch einmal gezeigt. Und ja, ich liebe einfach Bomberjacken, wie sie geschnitten sind, relativ schlicht. Am Arm so ein bisschen mit dem Reißverschluss, das macht nochmal so ein bisschen, das gibt noch ein bisschen so Special. Aber prinzipiell ein cleaner Look in farbigen Tönen, dementsprechend dann auch ein weißes oder ein schwarzes Basic-Shirt drunter. Ein graues ist auch noch okay. Ja, und eine Bomberjacke gehört einfach dazu. Also zumindest bei mir, Bomberjacken ist immer ein Muss. Als Viertes habe ich hier was für euch, was ich vorher noch nicht so wirklich auf dem Schirm hatte. Und zwar ist es genau das, was ich hier anhabe, so eine Hemdjacke. Ich habe die bei H&M gefunden und musste die sofort mitnehmen, weil sie mir extremst gut gefallen hat. Ich mag den Stoff unfassbar gerne, der ist nämlich relativ weich. Ich habe mich jetzt noch mal ein bisschen umgesehen und habe mir auch noch 2 bei C&A gekauft. Die waren ein bisschen fester vom Stoff, also die eine war wirklich richtig steif, die andere war ein bisschen fester vom Stoff. Und ich muss sagen, die gefallen mir richtig, richtig gut. Ich hatte so das erste Mal so ein, oh wow, ich glaube, das ist was ganz Neues für mich, in welche Richtung es gehen kann. Und
Ja, dementsprechend habe ich mir da jetzt schon 3 Stück von geholt. Ich mag die richtig gerne. Das ist auch eins, was ich jetzt anhab, was richtig schön warm ist. Dementsprechend halt auch für die kälteren Tage, wenn es dann nochmal irgendwie zieht, kann man das noch schön zumachen. Das sieht dann trotzdem gut aus. Ich habe die jetzt mit einem basic weißen Shirt zum Beispiel kombiniert, einer dunkelblauen Jeans und Winterboots mit so Wildlederboots. Das gefiel mir richtig, richtig gut. Und auch mit den anderen Hemden, die ich habe, passt das richtig gut. Und das ist so mein kleiner Geheimtipp. Vor allem mir ist jetzt dann auch aufgefallen, nachdem ich mir die geholt habe, wie viele Leute damit aktuell rumrennen. Also das ist mir vorher nicht aufgefallen. Aber damit rennen richtig, richtig viele Leute rum. Ganz oft dann auch in diesem mit diesen Quadraten, meistens in Schwarz-Weiß, aber da gibt es auch die unterschiedlichsten Farbkombinationen. Also auch da Leute, die es gerne bunt mögen, kommen da definitiv gut weg bei. Und das ist mein Geheimtipp, meine Nummer 4. Und wie gesagt, die gibt es halt in dick, in dünn, in steif, in weich. Die sind echt super, super toll und sehen einfach sehr, sehr schick aus. Auf der einen Seite schick, auf der anderen Seite aber auch gleichzeitig lässig. Und ja, ich glaube, davon trage ich in nächster Zeit deutlich mehr. Und selbst wenn dann der Herbst vorbei ist, es noch kälter wird, einfach Winterjacke drüber. Und dann kann man sich trotzdem immer noch gut präsentieren, wenn man dann irgendwo ist. Das waren meine Top 4 Jacken für den Herbst. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass gerne ein Like da. Du kannst mir natürlich gerne auch unten in die Kommentare schreiben, was du so für Oberbekleidung trägst im Herbst. Und ich kann schon mal ankündigen, es gibt als nächstes wieder ein Waterdrop-Video. Ich hoffe, euch nervt das nicht zu sehr, aber ich habe wieder ein riesen Paket bekommen. Und ja, dementsprechend habe ich euch da ganz, ganz viel zu zeigen. Wie gesagt, wenn das Video gefallen hat, Like, Abo, ihr kennt das ganze Prozedere. Ich bin raus für heute. Sage tschüss, wir sehen uns im nächsten Video. Ciao, euer Bär.